Hey, Schusche, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ich bin Chester Döner 5 und wir sind mittlerweile schon Stufe 18. Wow, das ich habe auch ganz vergessen, dass wir tatsächlich wieder leveln können. Ich bin auch gerade noch am Überlegen, aber ich glaube, ich möchte, dass wir hier langsam mal auf die taktische Panzerung, auf mittelschwere Panzerung zugehen. Mal davon abgesehen, dass wir einfach mal ein bisschen mehr aushalten. Ich glaube, das tut uns ganz gut. Heben. Beim Heben, wenn einem Radio vom Himmel in die Luft gehoben. Das klingt auch praktisch. Das klingt auch ziemlich praktisch, muss ich ja mal gestehen. So, pack das Ding weg, Shepard. Wir gehen jetzt einfach wieder auf die Normandy zurück. Und von da aus suchen wir uns dann unser nächstes Ziel. Man hat mich schon wieder ein bisschen gewarnt, was gewisse Planeten angeht. Aber nur ein bisschen. Normandy betreten. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Alles in Ordnung, Commander? Sie sehen etwas bleich aus. Diese verdammte Dechiffrierung. Dieser Asari hat sie in die Mangel genommen. Und wofür? Wir wissen immer noch nicht, wo die verdammte Röhre ist. Reine Zeitverschwendung. Sie haben recht. Wir sind die ganze Zeit wie ein Haufen kopfloser Hühner rumgerannt. Wir haben noch eine andere Spur, Commander. Diese Asari-Wissenschaftlerin im Artemis-Tau-Cluster. Die Tochter der Matriarchin. Sie ist Expertin für Proteaner. Vielleicht weiß sie etwas. Keine Sorge, wir kümmern uns schon um sie. Alle wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Ja, komm. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich brauche jemanden, bei dem ich mich hier auskotzen kann. Commander. Exo-Jenny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Was bitte? Bei einer solchen Kreatur gibt es nur einen einzigen Studienzweck, herauszufinden, wie man sie tötet. Es geht immer nur um das Töten. So gehen sie Menschen mit Dingen um, die sie nicht verstehen. Digga, du gehst mir auf den Arsch! Auf Wiedersehen, Botschafterin. Die Verbindung wurde unterbrochen, Sir. Sackgesichter. Bekloppter Rat. Ich geh mir so auf den Sack, diese Menschen, ne? Nein, nicht mal Menschen. Diese... Whatever. God damn it. So, ich möchte mal eine Etage tiefer. Ich möchte mal mit Rex reden. Weil ich möchte für die nächste Mission tatsächlich mal Rex dabei haben. Und war das hier das Lager? Nö. Weil ich will, bevor wir... Ich weiß, wo ich als nächstes hin will. Ich weiß auch, wie das jetzt hier abläuft. Nämlich im Cluster, da muss ich nämlich tatsächlich die einzelnen Planeten abklappern und nach ihr suchen. Aber den anderen Planeten, den werde ich jetzt zuerst mir vorknöpfen. Und da habe ich mir gesagt, ich hätte da gern Rex dabei. Und deswegen werde ich gleich mal seine Ausrüstung ein bisschen abchecken. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Ah ja. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Oh yeah. Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. Ich entscheide hier, was wichtig ist. Erzählen Sie mir, woher Sie Saren kennen. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen. Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar extra Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Und das war das einzige Mal, dass Sie ihn gesehen haben? Ja. Ich wusste nicht einmal, wer er war.
Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Oh je. Bis dann, Rex. Shepard. Wisst ihr, sie sagen immer alle hier von wegen, hier Kroganer seien nicht so schlau. Dabei finde ich gar... Ich finde, Rex ist jetzt nicht unbedingt ein Vollidiot. Also... zumindest kein kompletter Vollidiot. Ich würde gerne mal aber seine... Ich weiß ja gar nicht, was der benutzt. Kann ich nicht irgendwo... Shit, ich würde nämlich gern die von Rex mir mal angucken. Kann ich aber offenbar nicht. Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Es ist nicht normal, dass ein Soldat informell mit dem Commander spricht. Jawohl, Sir. Ich dachte, da die Crew so klein ist, sehen Sie das vielleicht nicht so eng. Es geht um Ihren Steuermann. Auf den meisten Schiffen wäre er immer an seinem Platz anzutreffen. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Ja? Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Sie trauen ihnen doch bloß nicht, weil sie keine Menschen sind. Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit sie ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Sorry, aber ganz ehrlich, das ist meine Sache. Ich bin hier Boss. Das reicht schief. Müssen Sie Ihre Vorgesetzten immer in Frage stellen? Sir! Nein, Sir! Tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen. Ich werde wieder an die Arbeit gehen, Commander. Eieieiei. Manchmal muss man einfach mal als Boss auf den Tisch hauen. Commander, wie geht es Ihnen? Warum wollten Sie überhaupt Offizier bei der Zitadell-Sicherheit werden? Habe ich ihm das nicht schon mal gefragt? Gute Frage. Ich hatte wohl mehrere Gründe dafür. Dafür? Zum Beispiel? Es waren wahrscheinlich dieselben wie bei den meisten anderen Offizieren. Ich wollte gegen die Ungerechtigkeit kämpfen und anderen helfen. Ich schätze, dass mein Vater auch etwas damit zu tun hatte. Er gehörte zur Als ich aufwuchs, hörte ich viel über seine Er hat meinen Rücktritt nicht gut verkraftet. Er ist nicht beeindruckt, dass Sie Saren verfolgen? Mein Vater hat sich durch und durch der Zitadell-Sicherheit verschrieben. Mach eine Sache richtig oder mach sie gar nicht, pflegt er zu sagen. Er denkt, ich hätte überstürzt gehandelt, zu überhastet. Er macht sich Sorgen, dass ich so werde wie Saren. Er hat mir sogar ausgeredet, ein Spectre zu werden, als ich jünger war. Aus denselben Gründen. Echt? Sie hätten ein Spectre werden können. Ja, ich war als möglicher Spectre-Kandidat im Gespräch. Ich und etwa 1000 andere turianische Militärrekruten. Ja, warum nicht? Ich hätte eine Spezialausbildung machen können. Aber mein Vater wollte das nicht. Er verabscheut Spectres. Er hasst den Gedanken, dass jemand unendliche Macht besitzt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Er würde sie nicht mögen, Commander. Nehmen Sie es nicht persönlich. Ich verstehe. Ich kann seine Besorgnis sogar verstehen. Können Sie das? Ja, ich bin selber ein Arschloch. Aber Saren wird nicht nach unseren Regeln spielen. Den Regeln der Zitadell-Sicherheit. Wer Saren festnageln will, der muss auch jemanden losschicken, der nicht durch Politik und Prozeduren behindert wird. Genau. Wir lernen schnell, Garrus. Wir werden ihn nach seinen eigenen Regeln schlagen. Das ist der einzige Weg, um jemanden wie ihn aufzuhalten. Ich stehe hinter Ihnen, Commander. Level up! Geil. Schon wieder ein Level up? Alter, geht schnell. Ich bin verschwunden. Sehr schön. So. Erweiterter Schild. Erstmal die Panzerung auf jeden Fall. Mittelschwere Panzerung. So, und dann... Barriere freischalten. Weil leider ein Schild bis zu 400 Schaden... Sollte nicht schlecht sein. Wir haben jetzt... Wir sind eigentlich ziemlich ausgeglichen. Vielleicht sollten wir denn auch mal wirklich da... Also. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Ich brauche Vorräte. Kann ich vergleichen? Die ist schlecht, im Grunde. Schrotflinte hat auch nichts. Präzisionsgewehr kann ich nicht tragen. Mittelschwer. Oh, die ist nice.
Das kann ich sogar tragen, ne? Aber ich habe nicht genug Geld. Guess what? Oh, na gut. Reden wir mal mit Tali. Nee, komm, Tali ist ja... Tali bleibt ja dieses Mal sowieso zu Hause. Ich nehme diesmal einfach mal Rex und Garrus mit. Garrus. Ich weiß, wie sehr euch das aufregt, wenn ich Garrus sage. Garrus, Saro, Saren, geht. Oh ja. Dieses Spiel macht Sachen mit mir. Ich werde böse. Ich werde ein kleines Arschloch. Und ich habe langsam echt kein Problem mehr damit. Also ich weiß, ich will keine... Ohne Scheiß, das habe ich schon mal gesagt. Ich will keine Hilflosen umbringen. Das geht für mich zu weit, aber wenn es darum geht, mal jemandem zu sagen, dass ich ihn nicht leiden kann, dann habe ich ihn nicht leiden. So einfach ist das. So, Shit, da ist die Zitadelle. Ich glaube, wir müssen dahin. Ne, lass mich nochmal gucken. Bevor ich jetzt hier wieder irgendwo hingehe, ne? Bevor wir hier wieder irgendwas machen. Aber dann seine Archäologen bekannten Experte für Kultur. Letzte bekannte Auflösung war irgendwo Artemis Tau Cluster. Nee, ich wollte die hier dann erstmal machen. Der Rat hat Berichte erhalten, nach denen geht eine Forschungskolonie Unternehmen auf Norvenia. Okay, Norvenia. In Norwegen. Gut, wir fliegen nach Norwegen. Hot Dogs essen. Ach nee, das ist Schweden. Nee, das ist Ikea. Vergesst, was ich sage. Da, hier. Also war ich doch richtig. Ja. Reiß dahin. Hinfort. Normandy, Abmarsch. Das, wirklich, so sieht das Schiff eigentlich ziemlich klein aus irgendwo. Vor allem, was hinterfragt sich, dass die ganzen Außerirdischen hier frei rumlaufen dürfen? Ich bin hier der Boss. Aschusch! Wenn ich sag, Garrus und Rex dürfen hier rumlaufen, dann dürfen sie... Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Oh nee. Was jetzt? Commander Shepard, mein Name ist Nasana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomaten-Lounge im Präsidium auf Sie warten. Hättest du mir das nicht sagen können, bevor ich... Oh. Auf zur Zitadelle! Ah, Josh! Flonk! Hätte ich mir das nicht früher sagen können? For fuck's sake. Landen. Irgendwo im Präsidium, in der Präsidiums-Lounge. Okay. Oh, Mann. Oh yeah, sehr geile Landung, Joker. Bestens. Na gut. Na gut. Das ist der Pass. Sehr gute Landung, Joker. Weitermachen. So. So, wir nehmen jetzt schon mal Rex und Garrus mit. Kann ja auch gleich mal gucken, was womit Rex so rumrennt. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das... Ja, ja. So. Garrus hat Überlastung. Wow. Okay. Alter, ist das groß. Sturmgewehr und Schrotflinte trägst du. Okay, gut. Und du hast schon Blutbad, Kampfpanzerung. Du kannst schwere Panzerung tragen. Immunität. Okay, du bist echt ein laufender Panzer. Ich merke das schon. Und jetzt lernst du Stase. Nahkampf, ja, du tust weh, mein Freund. Okay. Okay, Rex, du brauchst ein schönes Sturmgewehr. Dann nimm mal das hier. Und eine schöne Schrotflinte. Dann nimmst du am besten... Nimm mal die Storm. So. Gut, was können wir dir geben? Präzision brauchst du garantiert nicht. Das
scheint mir wenig sinnvoll. Schaden für weniger Feuerrate. Nee, nicht auf einem Dings. Verbessertes Visier. Gott, wie oft habe ich das? Aber scheinbar. Wenn die Feinde nutzen, um meine Waffen zu blockieren. Okay, dann nimm mal das hier. Dazu nimmst du mal einen Hammer. Hammer ist immer gut. So, und eine Schrotflinte. Da ist auch wieder Hitzeabsorption. Das. Ich kenne das bei Schrotflinten doch. Das dauert dann ewig. Hier kriegst du auch mal ein Kühlpack. Und. Ich glaube, Phasenmunition wäre da gar nicht mal so doof. So, habe ich eine Panzerung, die du tragen kannst? Nö, habe ich nicht. Aber ich kann dir. Was kann ich dir geben? Ich gebe dir Härtung. So. Damit ist der Gutste schon mal ausgerüstet. So, Präsidenten-Lange. Hi. Rear Admiral Mikhailovic, 5. Flotte. Commander Shepard, SSV Normandy. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder, Commander? Nein. Ich habe das Kommando über die 63. Speerflottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Mir gefiel das auch nicht gerade, aber es hat diverse Vorteile, über dem Gesetz zu stehen. Lassen Sie sich den Titel nicht zu Kopf steigen. Niemand steht über dem Gesetz. Doch. Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Beleidigen Sie gerade mein Schiff? Das Schiff hat uns dutzende Male das Leben gerettet. Das ist ja wohl übertrieben. Ich habe Ihre Berichte gelesen. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Wie wär's, wenn du dein Maul hältst und dich verpisst? Die Normandy ist zwar ein Kriegsschiff der Allianz, aber gleichzeitig auch eine Leihgabe an die Zitadelle. Das wiederum bedeutet, dass sie nicht ihrer Befehlsgewalt untersteht. Ich muss wohl was an den Ohren haben. Haben Sie mir gerade widersprochen? Oh, fuck yes! Dieses Schiff gehört jetzt dem Rat. Mit allem nötigen Respekt möchte ich Sie deshalb bitten, die Gangway zu räumen. Wie Sie wollen, Commander. Aber Sie können auch davon ausgehen, dass ich hierüber einen Bericht einreichen werde. Du kannst dir auch in deinem Bericht schreiben, dass du dich ins Knie ficken kannst, du Sposti. Blöder Penner. Sag mal. Was glaubt er? Taxifahrer oder was? Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat ExoGenny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für ExoGenny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von ExoGenny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Für das, was von dem Gebäude übrig ist. Das ist schön, mal wieder hier zu sein. Wir waren jetzt lange nicht mehr in der Zitadelle. Ich muss auch gestehen, wirklich vermisst habe ich es nicht. Ich habe mich hier so oft verlaufen und ich werde mich hier höchstwahrscheinlich noch öfter verlaufen. So, Präsidentenlounge, das heißt... Super... Commander Shepard, entschuldigen Sie die Störung. Hier spricht Lieutenant Girard aus der Andok-Bucht. Also, hier unten ist eine Frau. Sie wurde vor ein paar Wochen vor batarianischen Sklavenjägern gerettet. Sie ist von Minduir. Dort wurde sie wohl gefangen beim Überfall auf ihre Stadt. Dann war sie die letzten 13 Jahre eine Sklavin. Geht es ihr gut? Eher nicht. Sie ist ganz schön mitgenommen. Sie hat sich befreit und die Waffe einer meiner Leute genommen. Jetzt versteckt sie sich in der Andok-Bucht. Sie sagt, dass sie sterben will. Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht mit ihr sprechen könnten. Es ist lange her, aber sie waren beide Opfer des Überfalls. Vielleicht würde sie auf sie hören.
Ich habe keine Erfahrung mit so etwas, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Ich würde Ihre Mühe zu schätzen wissen. Sie hat schon so viel durchgemacht. Meine Männer werden Ihnen Unterstützung geben. Ist das dein Ernst? Soll ich jetzt wieder zurück? In der Andockbucht. Waren wir da nicht gerade eben? Ganz ehrlich. Ich komm doch gerade von da, ihr Penner. Sag mal, wieso kommt jetzt hier gerade in dieser Folge alles, wo ich gerade hingehe, dass sie... Ich bin erstaunt, dass sie bereit sind, ihre eigenen Leute zu töten, Rex. Stehen die Kroganer nicht kurz vor dem Aussterben? Sie verstehen das nicht. Trotz all des Geredes über Ehre und Stolz mussten die Turianer ihre Prinzipien doch noch nie im Kampf auf die Probe stellen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Ganz ehrlich, ich glaube einfach, Rex ist nicht so doof, wie immer alle sagen. Der Typ weiß eine Menge. Sorry, aber so blöd ist der nicht. Hi? Commander, wie schön Sie zu sehen. Sie ist da hinten? Ja, Sir. Hinter diesen Frachtcontainern. Ich habe einen Scharfschützen in Stellung, aber ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen. Sie stellt nur für sich selbst eine Gefahr dar. Wir haben ein Beruhigungsmittel für sie, aber wir kommen nicht nah genug an sie heran. Je näher wir ihr kommen, desto nervöser wird sie. Ich werde mit ihr reden. Bleiben Sie zurück. Setzen Sie ihr nicht zu sehr zu. Sollte sie Anstalten machen, den Abzug zu ziehen, ziehen Sie sich zurück. Ich bin bereit, die Angelegenheit auszusitzen. Viel Glück, Commander. Danke, Franzmann. hi. Halt! Wer bist du? Was bist du? Ich heiße Shepard. Lieutenant Girard hat mich hergeschickt, um mit Ihnen zu reden. Wie heißen Sie? Tiere haben keine Namen. Die Meister brandmarken sie mit ihrem Symbol. Heißes Metall auf ihrem Rücken. Sie schreit, weil sie ihr wehtun. Wo guckst du hin? Sie müssen doch einen Namen haben. Einen Namen, den Sie bei Ihrer Geburt hatten. Können Sie sich an ihn erinnern? Sie erinnert sich an viele Dinge. Talita. So nennen die sie. Sie erinnert sich nicht an den Rest. Lass sie in Ruhe. Ich werde jetzt einen Schritt auf sie zugehen, okay? Nein, sie taugt nichts. Sie will nicht wieder berührt werden. Was ist aus ihren Eltern geworden? Sie sieht sie. Sie schreien, rennen, verstecken sich. Sie schlagen die Meister. Aber die Meister, sie haben Lichter und Schläuche. Daddy! Er schmilzt! Sie will das nicht sehen! Zwing sie nicht hinzusehen! Nicht hinsehen! Dumm, dumm! So sehr ich auch gern ein Arschloch bin, ne? Aber bei sowas kann ich mich nicht zurückhalten. Ich weiß, dass es weh tut, Talita, aber Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Was ist Ihnen zugestoßen? Denken Sie nach. Wenn sie denkt, kommt Wasser aus ihren Augen. Die Meister schlagen sie, wenn sie Wasser verschwendet. Also denkt sie nicht mehr. Sie sieht sie. Mommy und Daddy. Sie brennen in weißem Licht. Fallen auseinander. Sie können ihr nichts mehr sagen. Sie sind tot, Shepard. Sie versuchen, sie zu retten und die Meister verbrennen sie. Kann sie jetzt aufhören mit Erinnern? Bitte. Ich werde jetzt einen Schritt auf sie zugehen, okay? Okay. Sie will nicht. Fass sie nicht an. Ich war auf Menduir. Meine Eltern starben bei dem Überfall. Lügner,
Fürs Lügen wird man bestraft. Brummen oder brennen. Du kannst nicht dort gewesen sein. Warum bist du lebendig? Warum bist du nicht wie sie? Zerbrochen. Nur gut zum Graben und Tragen. Eine Zeit lang war ich zerbrochen. Ich habe meine komplette Familie verloren, Talita. Meine Freunde, meine Kindheit. Ich musste mich zusammenreißen, um weiterzuleben. Du hast deine Mommy und deinen Daddy verloren. Aber du gräbst nicht. Du trägst nicht. Du stehst aufrecht. Sie wünschte, sie könnte auch aufrecht stehen. Ich werde jetzt einen Schritt auf sie zugehen, okay? Wie gesagt, bei sowas kann ich einfach bitte nicht zusehen. Sie nicht. Sie ist schmutzig. Du wirst dich dreckig machen. Auf Wiedersehen! Tschüss! Talita, das hier wird sie schläfrig machen. Sobald sie eingeschlafen sind, wird man sie an einen Ort bringen, wo sie sich erholen können. Hä? Wird sie schlimme Träume haben? Sie werden von einem warmen Ort träumen. Und wenn sie aufwachen, werden sie genau dort sein. Das würde ihr gefallen. Es tut weh, wenn sie... wenn ich mich erinnere. Aber sie will sich erinnern. Phew. Wie gesagt, bei sowas kann ich nicht zusehen. Das bringe ich dann doch nicht übers Herz. Ist es vorbei, Commander? Ich konnte sie dazu bringen, sich die Medizin verabreichen zu lassen. Was für eine Zeitverschwendung. Das wollte ich nicht sagen! Für die Hilfe. Aber seien Sie nicht so arrogant zu ihr. Sie wurde die letzten 13 Jahre wie ein Tier behandelt. Ab hier übernehme ich, Commander. Das stand da nicht! Okay, da habe ich schon mal mit Hol drüber geredet. Das regt mich unglaublich auf. Das andauernd, wenn du ne, wenn da was steht, aber was komplett anderes bei rauskommt. Oh! Nee! Wo ist das Problem, das da wirklich hinzuschreiben? God fucking damn it! Leugnet ExoJenny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach. Ich wollte nicht sagen, dass es Zeitverschwendung ist. Es stand da nicht. Mann! Grrr. Shepard böse, Shepard Kinn! Guck mir nicht so an, Rex! Ich hab ein besseres Kinn als du. Grrr. Gott, nee. Shepard. Immer muss das scheppern bei dir. Commander Shepard? Nein. Hab zu tun. Präsidium. Zitadellturm. Das war, glaube ich, im Zitadellturm. Beminere. Ja, oder? Hab ich euch schon? Ja, ich glaube, ich habe euch schon. Das ist jetzt die Frage. Die Ratskammer. Ich könnte dem Rat einen Besuch abstatten. Die mögen mich doch so sehr. Warte mal. Bäh. Muss mal kurz rausfinden. Kann ich irgendwo gucken? Ja, das sind meine Hauptaufträge. In der Botschaftslounge. Also, ist sie hier irgendwo? Mag sein. Aber glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Oder... Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Schön. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment zu viel durch den Kopf. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Hm? Vielleicht können Sie es. Sie sind Soldat, nicht wahr? Waren Sie schon mal in der Traverse? Ich bin nicht nur Soldat. Ich bin ein Spectre. Ein Spectre? Ich hatte gehört, dass Sie jetzt auch Menschen zulassen. Wurde auch Zeit.
Das bedeutet, dass sie überall hingehen können, nicht wahr? Auch in die Traverse? Mein Bruder ist Captain auf einem Schiff namens Majesty. Es flog vor einigen Tagen durch die Traverse und verschwand dann. Es war plötzlich einfach weg. Normalerweise kann es nur zwei Gründe dafür geben, dass sie massive technische Probleme haben oder angegriffen wurden. Keine der beiden Optionen lässt Raum für Hoffnung. Ich werde meinen Bruder nicht aufgeben, noch nicht. Ich habe Jeder macht diese Faust Übertragung seines Schiffes. Dings. Geben Sie mir die Koordinaten. Ich werde sie sofort an Ihr Schiff übermitteln. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie ihn gefunden haben. Jetzt ist halt die Frage, wo ist jetzt die andere, mit der, die mit mir sprechen wollte? Ist sie hier irgendwo? Bist du das? Nö. Ich meine, das ist doch hier eine Lounge, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wo es sonst sein könnte. Aber ich kann hier mit niemandem sprechen. Nicht sehr viel Sicherheitsleute hier. Jedenfalls keine sichtbaren. Und hier seht so eins, dass ein Scharfschütze jeden unserer Schritte beobachtet. Rex, sei nicht so... Ja, verbissen. Ich such mal kurz offscreen nach ihr. Ich guck mich hier ein bisschen um. Wenn ich sie finde, finde ich sie. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bäh.